Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when you come for you? Das ist eine Asne, aber es ist ein Hinner. So, wir waren wieder auf der Straße für euch unterwegs und heute waren wir in einem kleinen privaten Fitnessraum und wir haben den Dominik so richtig gequält, Alter. Das ist so geil. Ja, ich habe jetzt Bauchmuskeln bis zu den Zehen. Du wirst jetzt mal Arschmuskelkater haben, mein Freund. Also zieht euch auf Lunge und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao! Hallo Boys and Girls, wir sind heute wieder unterwegs, der Koch und der Trompeter, und zwar bei einer ganz reizenden Dame, die heute neben mir sitzt, und zwar die Evelyn. Hallo Evelyn. Grüß dich. Evelyn, du machst was ganz Spezielles, schaut es mir an. Ihr Outfit verrät wahrscheinlich schon, sie ist wahrscheinlich keine Köchin und kein Müllmann, Nein. Sondern Personal Trainerin. Deswegen bin ich heute da, um ein bisschen an meiner Personality zu formen. Wie schaut es aus, welche Kunden kommen denn zu dir? Jetzt sage ich mal Kunden. Sind es mehr Frauen? Sind es mehr Männer? Wie schaut so der typische Kunde bei dir aus? Also ich habe wirklich alles, von Frau bis Mann, jung, alt, alles. Und geht es dann bei Personal, Training mehr um Figur-Training oder machst du also dieses Ganzheitliche, also mental und? Ja, also ich sage immer, jeder Trainer zieht seine eigene Zielgruppe und bei mir sind eher die Menschen, die sich gesund, fit und vital fühlen wollen. Ich habe zwar schon auch die Personen, die ein paar Kilo abspecken wollen, aber eher, also du musst bestimmt nichts mehr abspecken. Das können wir sagen. Aber tatsächlich ist der Schwerpunkt eher einen dynamischen Körper haben, einen gesunden Körper und einfach die Ernährung gesund in den Alltag integrieren. Fährst du dann zu den Leuten heim und besuchst die und machst es mit denen vor Ort oder triffst du mit denen in der Fitnessstudie? Wahrscheinlich gerade. Gerade nirgendwo. Wir wohnen jetzt erst seit 1,5 Jahren hier in Heidelfing, als wir in München noch gewohnt haben. Oh! Ja, weil ich im Fitnessstudio und im Grünwald natürlich. Natürlich. Schwabing. In Schwabing. Auch schön. Da waren wir im Fitnessstudios unterwegs, da war ich bei den Leuten zu Hause oder draußen, also wirklich alles. Jetzt leben wir hier in Heidelfing, jetzt kommen die Leute zu mir. Aha. Hast du das, war das so dein erster Job, also so als du 16 warst und das erste Mal in der Bravo Girl so die No Angels gesehen hast, hast du gedacht so, ich will mal Fitnesscoach werden? Fast. Oder hast du vorher mal einen anständigen Beruf gelernt? Ja, ich habe mal als Spülerin gearbeitet in der Küche. Gibt es einen Thumb up hinten hinter der Kamera? Wirklich? Ja, echt? Mit 15. Das war sozusagen mein erster Job. Und dann habe ich gemerkt, boah, scheiß Job, ging gar nicht in der Küche stehen, obwohl ich ja nicht kochen musste. Aber es war einfach den ganzen Tag stehen, ungesund für die Haltung, für den Rücken, einfach für alles. Und dann habe ich mir gedacht, so, zum Ausgleich gehe ich jetzt einfach mal in ein Fitnessstudio. Ich wollte Bauch, Beine, Po machen, ganz klassische Kurse. Bauch, Beine, Po, das ist ein... Haben wir nichts dabei gedacht und dann wurde ich tatsächlich angesprochen. Da war ich dann schon 18 und dann wurde ich angesprochen, hey Elli, möchtest du denn nicht Fitnesstrainerin werden? Im Fitnessstudio? Im Fitnessstudio. Und so das sind die, die dann immer da rumlaufen, wer von euch schon in einem Fitnessstudio war, auch ich war schon mal da, die sind immer diese netten, heißen Girls mit den netten Adrettenklamotten, die vorbeigehen und sagen, bisschen mehr hier mit dem Arm und so. Genau, so war's. Und ich wurde einfach darauf angesprochen, das sieht so gut bei dir aus, du hast so eine tolle Körpersprache, Körperspannung, willst du denn nicht auch? Aber jetzt bist du nicht mehr in einem Fitnessstudio, oder? Angestellt, sondern du machst es jetzt frei, hier in Heidelfing. Und wie schaut es dann aus in Corona-Zeiten? Ja, in Corona-Zeiten ziemlich bescheiden. Alles online. Also jetzt haben wir Corona seit fast genau einem Jahr. Und ich war ein paar Tage, also es hat nicht lange angedauert, ich glaube 2 Tage lang habe ich gejammert und gesagt, boah, was mache ich jetzt? Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nichts mehr tun. Und dann habe ich eigentlich sehr schnell umgeschalten. Und mir gesagt, so, okay. Jetzt kaufe ich mir ein MacBook Pro. Bam, Alter. Herausforderung an. Werbung, Werbung, unbezahlte Werbung. Einfach umdenken. Und ich habe mit Online-Zoom-Kursen angefangen. Einfach meine Kurse, die ich eh schon hatte, online umgestellt. Das heißt, ich habe Zumba gemacht, ich habe Yoga gemacht, ich habe Ganzkörpertraining gemacht. Yoga kann ich mir irgendwie vorstellen, ja. So im Zoom-Kurs, so mit einer Matte und dann ist das was Ruhiges und sowas. Zumba ist ja diese Variante mit uns. Ja.
Wie schaut das aus? Sagst du, hey, drückt jetzt mal auf Play in euren, bei euch da haben, beim Kassettenrekorder, macht mir die Kassette mit Zumba rein und dann drückt es mir auf Play und dann fast tanzen wir, weil das fast hat ja eine Zeit, einen Zeitversatz ja auch in der Zoom-Konferenz, ein kleiner. Genau, das ist das Problem. Also die Technik war ein sehr großes Problem, bis ich mal drauf gekommen bin, dass man ja mit einem LAN-Kabel diese Verzögerung ein bisschen minimieren kann. Geht es? Das geht! Danke für den Tipp! Ja, das geht, aber bis dahin sind schon mal ein paar Monate vorbeigegangen. Weil das Problem ist nämlich, was mir aufgefallen ist, dass, obwohl alle Trainer in einem Boot sitzen, die sich nicht wirklich gegenseitig unterstützen. Also da ist nicht wirklich der... Was meinst du mit alle Trainer, alle, also deine Kollegen? Kollegen, genau. Aha. Also meine Trainerkollegen, wenn man das so sagen kann. Jeder versucht, seinen eigenen Stiefel zu fahren und jeder versucht, die Leute, die jetzt zu Hause sitzen, für sich zu ziehen. Anstatt, dass man miteinander Hand in Hand geht und all sein Wissen einfach weitergibt und so dann gemeinsam dafür sorgt, dass die Leute gesund bleiben. Ja, aber Wissen ist natürlich in eurer Branche ja. Potenzial, sag ich mal. Und keiner gibt das Wissen einfach so her, wahrscheinlich. Das mag sein. Weil es ist ja sein Kapital, nicht Potenzial, es ist Kapital, das wollte ich sagen. Das stimmt. Ich bin da aber ganz anders. Also mich haben dann, dadurch, dass ich wirklich 3 Tage später gleich meinen ersten Online-Kurs hatte, haben mich viele, viele Leute angerufen, angeschrieben und gesagt, Elli, wie machst du das? Und den habe ich dann gleich gesagt, wie es funktioniert. Und ich hoffe, Karma. Und dann hast du da so 30, nehmt es mir so nicht übel, 30 wappelbäuchige Herren. Die sind alle fit. Und du sagst, Karl, beweg dich, Karl, komm, beweg dich, komm, Karl. Kann man das so vorstellen? Nein. Bist du mehr der Drill-Instructor oder bist du der positive Motivator? Ich glaube, das ist so eine gute Mischung, muss man fahren, oder? Als Fitnesscoach. Bist du schon einer, der so richtig in den Arsch tritt? Also, muss man mal den Freund fragen, der sitzt da hinten, wie schaut's aus? Okay, er nickt. Also wenn es um Kurse geht, glaube ich, bin ich eher der Drill-Instructor, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ein Einzeltraining habe, dann bin ich eher positiv und mimimi und ja, ist ja nicht so schlimm. Komm, wir machen einfach noch eine Wiederholung und noch eine. Da braucht man ein bisschen mehr Feingefühl, weil die Leute, die zu mir ins Einzeltraining kommen, die wollen eben nicht in der Gruppe trainieren, aus ganz bestimmten Gründen. Und auf die muss man eingehen. Was war denn so das Schönste, was du erlebt hast in deiner Zeit? 10 Jahre, glaube ich, machst du das jetzt, oder? Als Fitnesscoach. War mir so ganz... Fällt dir was ein? Ja, ziemlich aktuell, eben weil Herausforderung Corona. Ich habe ein 12 Wochen Online-Coaching in dieser Zeit zusammengestellt. Genau. Okay. Und da hat eine mitgemacht, die hat Schilddrüsenunterfunktion, nimmt seit Jahren Tabletten, versucht seit Jahren abzunehmen, macht jeden Tag Sport, Ernährung, bla bla bla, hat nicht abgenommen. Und durch dieses Coaching, durch minimale Veränderungen, hat sie 10 Kilo abgenommen. Und das finde ich schon cool. Also finde ich schon mega. Also da war ich schon sehr schön. Ihr hört, dass bei Instagram der Po der neue Busen ist. Ja. Was sagst du dazu? Es gibt jedes Jahr irgendeinen neuen Trend. So wie Avocado ist jetzt Po-Hip. Ich kann dir sagen, warum. Stimmt. Ich kann dir sagen, warum. Warum? Weil du bei Instagram den Nippel verhüllen musst. Und deswegen, ist es so? Ja, sonst bist du nicht spät. Weil deswegen überkleben die alle ihre Nippel. Und deswegen ist es der Bobbers. Aber der Po, den kann man nicht verhüllen. Nein, es war wirklich, also gibt es also Leute, Trend, die kommen, ist ja, der Trend ist dir bekannt. Ja, der ist bekannt. Und ich wurde auch schon oft gefragt, na, kriege ich mit zum Bauch so einen Hintern wie du? Nein, du musst da schon ein bisschen. Nein, du musst dann, dafür müsstest du sein wie ich, sonst geht es nicht. Und dir eine Beinpresse kaufen, die kostet 2000 Öcken. Ja, also so einfach ist es nicht. Man muss schon ein bisschen was dafür tun, aber. Aber der Trend ist dir bekannt. Genau. Bist du sensibilisiert für Körpertrends, dass man so sagt, es sind bei Jungs dann irgendwann mal war der Bizeps total hip und dann hat man Latz trainiert und ich kenne es jetzt bloß aus der Männersicht. Aber bei Frauen ist es so, ich will einen straffen Bauch. Gibt es so diese typischen Problemzonen, wo man sagt, ja, die sind immer dabei? Immer flacher Bauch. Ich möchte einen flachen Bauch. Ich möchte schlanke Beine. Und beim Hintern sagen Frauen eigentlich immer, na, mein Hintern ist schon groß genug. Aber jetzt geht ja der Trend genau in die andere Richtung. Das ist ja, bei Instagram, wo man wieder bei Instagram sagt, dass die Popüchen größer werden, was ja total okay ist. Also, und ich finde, was immer so lustig finde, ist bei Mädels, dass Mädels oftmals nicht wissen, dass uns Männern das eigentlich gefällt.
wie sie ausschauen. Also es geht gar nicht so sehr um die Beine, es geht nicht so sehr um den Po und um den flachen Bauch, weil ein bisschen ein Bauch ist schön, ein bisschen Beine ist schön, ein bisschen Puppe ist schön. Ja. Fraulich, einfach fraulich. Fraulich. Ja. Ein nettes Lächeln ist oftmals viel besser. Geht die Tendenz dahin, dass man immer weniger Körperfett hat, gemachte Brüste, ein riesen Arsch, der nicht zum Körper passt? Woher kommt es? Kim Kardashian. Das ist jetzt die Frage an mich. Kim Kardashian. Ich hab mir gedacht, die gemachte Brüste sind schon out. Das ist doch schon wieder out. Nee. Ist immer noch ist in. Ist immer noch in. Und vor allem, jetzt kommen ja die Lippen dazu. Also die. Ja, genau, das. Und Hyadingsbrüste. Genau, kann sie aussprechen. Hyadingsbrüste. Und keine Gesichtszüge mehr. Und die Augenbrauen hier schön dicht und gemachte Wimpern. Und jede dieser Frauen sieht gleich aus. Jeder. Also wirklich, als wären sie bei einem Doc und der macht einfach mal so fließbare Arbeit und alle sehen gleich aus. Und was ist der Trend bei Männern? Weil ich bin jetzt ein Mann. Was ist der Trend bei, worauf muss ich achten? Gar nichts. Worauf muss der Mann heute achten? Ein Mann muss einfach darauf achten, dass er eine selbstbewusste Haltung hat. Genau so. Brust raus, Kinn nach oben. Wind vorhanden, und Dominik. Bitte auch die Beine trainieren. Bitte. Jetzt komme ich, das habe ich nämlich probiert. Ich habe nämlich die dünnsten Beinchen, die es gibt auf der ganzen Welt. Ich habe es probiert, echt Fitnessstudio, alles. Es hat nicht funktioniert. Ich habe einfach genetisch bedingte dünne Beine. Das ist die beste Ausrede, wenn man nach 2 Wochen einfach aufhört, weil man nichts sieht. Frau hat Mike Drop. Frau kann motivieren. So, ich muss jetzt ins Studio. Drop. Gehst du dich jetzt... Wir sind immer noch bei den Körpertipps. Also das waren jetzt die Tipps für den Mann, sich ein bisschen auf die Beine zu achten. Ja. Was sind die Tipps für eine Frau, wenn wir die schon mal da haben, als Fitnesscoach? Was ist der Tipp für die ultimative Frau, die Schönheit der Frau? Also den ultimativen Tipp gibt es nicht. Ich finde, jede Frau sollte sich im eigenen Körper wohlfühlen und nicht Instagram aufmachen und gucken, was bräuchte ich denn, damit ich glücklich bin, sondern sich selber anschauen und dann gucken, was kann ich machen. Wenn ich einen flachen Bauch haben möchte, dann müsste ich vielleicht noch meine Ernährung anschauen, weil der Bauch wird in der Küche gemacht. Also da kann man noch so viele Runden laufen, noch so viel Sport machen, wenn hast die Ernährung gehört, Koch? Nicht passt, I know. Dann wird der Bauch auch nicht flach. 16,8 ist mein Tipp, 16,8. Sie lacht, alles klar. Weiter. Ja, das bringt schon was am Hut. Also das ist eigentlich mein Tipp, dass man sich selber anschaut und dann Schritt für Schritt die Dinge durchgeht, was muss ich machen, um an mein Ziel zu kommen. Flacher Bauch ist Ernährung anschauen. Wenn ich meinen Körper straffen möchte, dann sollte ich vielleicht doch mal ein paar Gewichte stemmen. Und das ist ja das Nächste. Frauen meinen, wenn sie 2 Kilo Hantel nehmen und dann Bizeps trainieren, dass sie so rauskommen. Genau, das wäre geil. Aber das funktioniert nicht. Das wäre geil. Also man müsste 10.000 Kalorien am Tag essen, jeden Tag hunderte von Kilos stemmen, damit man dann so rauskommt. Also das funktioniert nicht so schnell. Und ich weiß nicht, woher Frauen dieses Bild haben, dass sie so rauskommen, wenn sie mit 2 Kilo Hanteln umeinander tun, weil die tragen ja 10 Kilo Handtasche. Den ganzen Tag. Die schnippeln ja den ganzen Tag. Ich habe auch eine 10 Kilo. Also die machen ja ständig was mit den Armen und trotzdem sind sie ja nicht so. Richtig. Also deswegen vielleicht einfach auch mal zu Gewichten greifen. Ich habe auch eine Frage, Evelyn. Ja? Arbeitest du mit Körperfettanalyse oder schaust du an und sagst, da weg, hier weg, dort weg? Ich sage, stell dich vor den Spiegel, am besten in Unterwäsche, mach ein Foto und schick's mir Front. Quer. Quer, wie auch immer. Die Leute müssen mir das auch gar nicht schicken, weil es ist einfach für sie ein Bild, um zu sehen, habe ich einen Fortschritt oder nicht. Dann nach 3 Monaten wieder ein Foto machen und fertig. Bist du jemand, der Fan von also Bauchumfang messen mit einem Maßband statt zu wiegen? Das ist die bessere Methode festzustellen, ich habe abgenommen. Kann man schon machen. Bringt aber nichts, wenn ich eine Dame vor mir habe, oder Herren, ist ganz egal, die vielleicht nur 5 Kilo Übergewicht hat. Ach so, okay. Also da denke ich mir, da braucht sie sich auch nicht auf die Waage stellen, weil die Waage ist nur eine Zahl. Bin ich kein Fan von der Waage, einfach okay. Waage weg. Spiegelbild, wenn man sich im Spiegel anschaut und man merkt, ich sehe geil aus, fertig, hat man ja schon Erfolg. Ja, aber das Problem der Selbstwahrnehmung, gell? Das haben Männer allgemein. Männer stellen sich vor den Spiegel und denken sich, kleines Bäuchlein, aber passt schon. Läuft. Eine Frau nimmt sich auseinander. Ja, stimmt. Das ist einfach so. Kann ich so bestätigen.
Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, das liegt schon an den modernen Medien, dass man Instagram aufmacht und man sieht viele Frauen, die nichts anderes zu tun, den ganzen Tag außer von sich Bilder zu machen, drei Filter drüber zu nehmen und du denkst so, wow, toll. Aber sieht man bei Instagram eigentlich normale Frauen? Nein. Nein. Finde ich nicht. Ich kann bloß dazu sagen, uns Männern gefallen die normalen Frauen. Es gibt diese Püppchen bei Instagram, man weiß aber sowieso, die wird man nicht kennenlernen, man wird nicht mit ihnen knutschen. Nee, die wollen man nicht wissen, weil das ist Kinder, aber weil das ist einfach so eine andere Liga. Aber das sind... Das ist keine andere Liga. Diese Frauen, ich weiß nicht, ob die wirklich happy sind. Das sind sie nicht. Also ich glaube jetzt auch nicht. Die Frau kann was. Und was sie kann, das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich gehe mir jetzt erstmal umziehen. Dun, dun. Noch drei, noch zwei, noch eins.
Yeah. Yeah. Hey. Schau mal, ich schwitze. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich schwitze schon. Stress, Schweiß. Es ist anstrengend. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Können wir ein Bier trinken? Jetzt. Ich hätte Yogi-Tee. Yogi-Tee? Komm, wir trinken Yogi-Tee. Warum schnaufe ich und sie nicht? Weil ich Klasse und Trainer. Sie hat ja nicht trainiert und du hast trainiert. Der macht mit dem passenden Trainer. Ja. Achso, ja. Der kriegt immer eine Anweisung. Das Lustige ist, ich habe meinen Arnold Schwarzenegger kennengelernt. Hm? Beim Stangelwirt auf der Weißwurstparty. Bei dem Stangelwirt? Bei dem Stangelwirt. Auf der Weißwurstparty, auf der Weißwurstparty. Und dann hat er gesagt, also hat nicht er gesagt, hat dann jemand von seinem Gefolgskomitee gesagt, der trainiert so lange, oder in seinen besten Zeiten war so lange trainiert. Du solltest nicht trainieren, weil du bist. Bis er sich übergeben hat, ja, ich rauche zu viel. Bis er sich übergeben hat und erst dann wird es interessant. Nachdem er sich übergeben hat, das ist eine Disziplin. Ja, er gesagt, echt, so trainiert, bis er sich übergeben muss, die meisten hören dann auf, aber er fängt dann erst an. Mhm, krasser Typ, aber so sieht er aus. Sah er aus. Ja, und das ist jetzt so dein Feedback zu meinem Körperfettanteil. Dein Körperfettanteil ist ja gegen Null, wie man sehen kann. Das macht die Klappen. Koordination ist gar nicht mal so schlecht. Musiker, kann ein bisschen tanzen. Ja. Obwohl, ausbaufähig. Aber die Körperspannung in Kombination Fuß-Arme, die ist ausbaufähig. Also dann, machen wir uns mal einen Tag aus. Genau. Und ihr sollt jetzt auch zu der jungen Dame kommen, die Evelyn. Die ist nämlich super. Aber zeigt euch was Anständiges an. Bitte. Alles klar, dann macht mal schön Winke, Winke. Ciao, Kakao. Jawohl. Verstehst du, sein Problem? Wir können. Es ist so kalt, Mann. Nee, möchtest du einfach. Ich will es so lassen. Aber wir kommen eh nicht bei Instagram. Hast du das Problem auch öfters? Was denn? Dass man meine Lippen.